Wir sind im Pongau, genauer gesagt im Raum Werfen, und stellen uns jetzt die Frage, was ist Ihr größter Wunsch? Dass endlich das Internet einmal funktioniert. Hat es auch bei der Salzburger AG schon immer getan. Jetzt allerdings mit dem Unterschied, dass es über den Luftweg zu Ihnen nach Hause kommt, wenn es nicht anders geht. Das Ganze funktioniert so, dass da via Webseite eine Anfrage gestellt wird. Der Techniker prüft es vor Ort. Nach erfolgter Testung, positiver Testung, wird dem Kunden das Equipment zugeschickt. Dieser kann das sehr einfach dann vor Ort installieren und ist dann eigentlich schon online. Wir wohnen ein bisschen abseits, gell, vom Ortskern und haben ewig kein gescheites Internet gehabt. Und wir haben uns jetzt das Angebot der Salzburg AG angeschaut. Aber jetzt alles der Reihe nach. Die Salzburg AG als ausgezeichneter Internetanbieter im Bundesland Salzburg geht jetzt im Ausbau einen Schritt weiter und bringt also nun das Internet auch in abgelegene Regionen, dorthin, wo man ein Kabel nicht verlegen kann. So, Cablink R ist ein Produkt, das als Alternative von der Salzburg AG angeboten wird für Regionen oder Bereiche, wo man mit Lichtwellenleiter und Kabelfernsehen, also wo es noch keine Verkabelung gibt, wo es auch teuer wäre, die Infrastruktur herzustellen. Und da ist das Cablink R, also das Funkinternet, sinnvolle Alternative, die wir als Ergänzung zu unseren anderen Produkten eben anbieten können. In unterschiedlichsten Geschwindigkeiten. So, das erste, was wir machen, wenn wir zum Kunden kommen, ist die Standortbestimmung des nächsten Hochstandortes, zu dem wir bei Cablink eher quasi optische Sicht brauchen. Haben wir schon da vorne. Und nach dieser Bestimmung schauen wir uns dann an, wo an der Fassade, an der Außenfassade für die Außenantenne der geeignete Mess- bzw. Montagepunkt wäre. Und da haben wir eh schon einen idealen. Da sehen wir genau hin. Bei uns in der Messantenne ist bereits eine angemeldete SIM-Karte drin. Und wenn sie die Antenne dann angemeldet hat, können wir, weil bei uns in der Antenne schon das Modem drinnen ist, haben wir am Kabel schon das fertige Internet. Da können wir dann dem Kunden schon sagen, genauso wie er es dann auch später hat, die Internetqualität. Wir als Techniker schauen nicht nur auf den Eingangspegel, sondern auch auf die Signalqualität, also den Signalrauschabstand, der für uns für die Signalqualität sehr wichtig ist. Der ist da jetzt sehr gut. Jetzt schauen wir, nachdem die Antenne dann aus der Ferne in Betrieb genommen wird, von der Betriebsführung auch durch uns, schauen wir, dass wir jetzt den maximalen Pegel durch Einpegeln der Antenne erreichen. In dem speziellen Fall da jetzt haben wir optimale Messbedingungen, freie Sichtverbindung zum Sender hin, relativ kurze Entfernung. Da können wir unseren Top-Tarif anbieten. Nachdem Cablink R geliefert wurde, brauchen Sie es nur mehr selbst oder durch einen Elektriker anschließen. Eine Liste der Elektriker unseres Vertrauens sowie alle Informationen zu Cablink R finden Sie natürlich auch auf unserer Website.